Playdead's Inside. Hallo und herzlich willkommen auf Nachtaktiv Gaming. Wir Let's Playen Inside. Es ist erst kürzlich erschienen. Es ist der geistige Nachfolger von dem extrem brillanten Limbo, meiner Meinung nach. Ist wirklich, als Limbo rauskam, war ich absolut geflasht von dem Spiel. Ich habe das innerhalb von einem Tag durchgespielt, weil ich einfach nicht davon wegkam. Ich habe das einfach durchgezogen. Und man sieht es eigentlich sofort, wenn man Limbo gespielt hat oder Limbo gesehen hat. Dann erkennt man sofort den Stil. Man fängt auch in einem Wald an. Es ist alles sehr dunkel, sehr düster, auch sehr mysteriös. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Es ist ja auch vor kurzem erst erschienen, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Und. Oh. Wow. Okay. Ja, ich weiß nichts über die Geschichte. Ich habe mir schon Videos angesehen, aber die haben nicht sehr viel verraten. Die waren auch wirklich sehr zurückhaltend, was man auch sehr hervorheben muss, dass die Entwickler nicht so viel spoilern. Das ist schon richtig so. Die beiden Jungs haben uns gehört. Jetzt können wir. Scheiße, nein, 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 jetzt können wir noch nicht. Nein, lass mich. Ich hab nichts getan. Alter, die haben uns einfach. Was haben die mit uns gemacht? Haben die uns jetzt getötet? Wahrscheinlich schon. Okay, der erste Tod hat auf jeden Fall nicht lange gedauert. Ist auf jeden Fall ein Spiel für. Ja, für schon etwas Ältere. Es ist echt nicht harmlos. Aber jetzt können wir los, oder? Der erste Teil war das allerdings auch nicht. Oder, naja, es ist ja nicht der erste Teil. Das ist. Limbo ist ein komplett anderes Spiel, aber. Es ist der geistige Nachfolger von Limbo auf jeden Fall. Und wir werden jetzt auf jeden Fall. Oh, alles gut gegangen. Wir werden jetzt dem Mysterium hier auf die Schliche kommen. Was es damit auf sich hat. Was das für Leute sind. Die einen hilflosen Jungen sofort erdrosseln, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. Nach was suchen wir? Was wollen wir hier? Alles mysteriöse Fragen, auf die wir bisher noch keine Antwort kennen. Ja, man kann nach links und nach rechts laufen. Es ist ein 2D-Spiel mit 3D-Elementen. Man kann ziehen und man kann schieben. Mehr gibt es nicht. Es ist also extrem simpel gehalten vom Gameplay. Und mehr muss es auch nicht können. Oh, da unten ist Wasser. Wow. Hoffentlich ist es nicht tief. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge, lauf, 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 lauf. Ach du Scheiße. Scheiß Drecksköter, ey. Das war knapp. Das war echt knapp. Ja, wo, warum wir in diesem Wald sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das für Leute sind. Aber eins wissen wir, also der Stil von dem Spiel gefällt mir auf jeden Fall extrem. Das ganze Artwork, wie der Junge aussieht, er hat kein Gesicht, aber es passt alles, die Stimmung ist extrem dicht. Mir kommt so vor, als ob die Leute auch uns suchen. Aber ich gehe hier rein.
Alles ist bedrohlich. Ich weiß nicht, ob ihr Limbo gespielt habt, aber da ging es zu Anfang. Man ist halt auch in einem Wald gestartet, so wie hier. Und dann kam nach recht kurzer Zeit eine riesige Spinne. Jeder, der Limbo gespielt hat, kennt diese Spinne. Das ist wirklich eine der widerlichsten Spinnen, die in einem Videospiel existieren. Auf jeden Fall diese Spinne. Also. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Alter. Alter. Okay. Vorsicht hier. Da stolpern wir. Oh, lauf, Junge. Lauf, lauf, lauf. Nee, oder? Das ist doch nicht denn ihr Ernst. Was sind denn das für Leute? Alles klar, der Schwierigkeitsgrad hat auf jeden Fall in sich. So oft bin ich bei Limbo am Anfang nicht gestorben. Warte, müssen wir hier hoch? Was müssen wir machen? Jetzt vielleicht. Boah, Junge, lauf! Scheiße. Oh, Hunde. Also kriegen uns, sie kriegen uns, sie kriegen uns. Gott sei Dank, wir können schwimmen. In Limbo konnten wir nicht schwimmen. Tut mir leid, wenn ich immer den Vergleich zu Limbo ziehe, aber einen anderen Vergleich gibt es, glaube ich, nicht. Scheiße. Die Leute sind, glaube ich, wirklich auf der Suche nach uns. Tote Schweine. Was ist hier passiert? Was ist das für ein Ort und warum suchen die einen kleinen Jungen? Sind wir entkommen? Das könnte natürlich sein. Wir sind aus irgendetwas entkommen. Und diese Männer arbeiten für irgendeine Organisation. Die irgendwelche Experimente oder so etwas gemacht haben, aber wir sind ja nicht geschädigt. Oder mit uns hat man zumindest noch nichts gemacht, was man mit den anderen Menschen gemacht hat. Man hat kurz Menschen in diesem Truck gesehen, aber ob mit denen etwas war, habe ich jetzt nicht herausgesehen. Was sind denn das für kleine Dinger? Sind das Küken? Boah, das ist aber geil. Ein Bauernhof. Das ist ja geil. Kann ich was mit dem machen? Nee. Ach du Scheiße. Winder. Tote Winder. Aber sehr viele Küken. Immerhin leben die noch. Da ist ein Hebel.
Oh, das war laut. Der noch nicht funktioniert. Hier ist noch etwas. Sturm müsste laufen. Was ist denn das? Ich weiß leider noch immer nicht, was das genau ist. Hier in der Ecke ist eine Tür. Die können wir aufmachen. Aber hier haben wir hier etwas, was wir mitnehmen müssen, oder? Wir haben jetzt eine Tür geöffnet. Nee, da war nichts. Ich gehe sicherheitshalber einmal zurück. Nee. Nee, hier war nichts. Oh nee, oder? Ich habe eine Idee. Aber die ist fies. Und sie hat was mit Küken zu tun. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Na, komm mal mit. Oh, das ist aber fies. Kommen die mit hier rein? Ja, tun sie. Wenn ich jetzt sie hier hinstelle, oder sie zumindest hier, und jetzt ganz schnell zum Hebel laufe, und ihn umgucke. Ah, oh, sie leben noch. Na toll. Das ist, okay, wenn sie leben, dann ist das ja lustig. Ich dachte jetzt, sie werden irgendwie zerschreddert oder so. wartet mal kurz. Ich sehe gerade. Könnte noch ein bisschen düsterer sein. Bei mir ist es nämlich düsterer als bei euch. Das bringt die Atmosphäre ein bisschen durcheinander. Boah, allgemein ganz schön hell. Also bei mir auf dem Fernseher ist es sehr düster, das Spiel. Allerdings sehe ich auf PC ist das nicht der Fall, aber jetzt. Müsste, ja, es ist schon düsterer als noch eben, das stimmt schon. Das müsste eigentlich so passen. Ich spiele weiter. Ja, schon besser als vorher auf jeden Fall. Ja, in die Rinder könnten wir springen, das tun wir jetzt auch. Schon ziemlich eklig. Ein leichtes Rätsel mitnehmen. Zack. Und rauf. Perfekt. Das sind Würmer, da will ich nicht runter. Machen die irgendwas? Nee, sie sind nur eklig.
Boah, wir versinken ganz schön. Ah, wir können rüber klettern. Ich dachte, wir müssten unten durch den Schlamm kriechen, aber Gott sei Dank nicht. Ah, was sind denn das? Das sind riesige Würmer, die in die Kadaver reingehen. Zu groß für Maden. Oder man hat einen Maden herumexperimentiert. Nein, 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 nein. Ach komm, dafür schützt ihr doch jetzt nicht. Lauf, lauf, lauf. Das Viech wieder raus. Komm, komm, komm. Aua. Steh auf. Oh Gott, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich zieh dir das Ding raus. Bist du jetzt mein Freund? Durch ihn an die Lampe da springen. Was ist denn? Ist das ein Mann? Das sind zwei Männer. Immer so stehen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich kann jetzt die Männer dort hinten steuern durch Gedankensteuerung? Sind. Was? Mein armes Schweinchen, 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 Schweinchen. Die haben mit diesen Männern irgendetwas gemacht und jetzt können sie sie per Gedanken steuern. Mit einem komischen Gerät, was man sich einfach an seinen Kopf macht. Okay, diese Tür kriegt doch nie alleine auf. Ja klar. Boah, schön ist es hier. Mm.